herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Emma und ich möchte heute mit euch den Goodie Bag der Litblock Convention bei Bastei Lübbe 2017 auseinandernehmen. Diesen gigantischen Beutel haben wir bekommen bei der Litblock Convention. Direkt zu Beginn gab es für jeden einen dieser Goodie Bags und ich glaube, die sind ziemlich identisch gefüllt. Aber was einfach total krass ist, dieses der ist richtig schwer. Ich habe da bisher nur relativ kurz einmal reingeguckt und die Schokolade einmal ganz kurz in den Kühlschrank gepackt, damit die nicht ganz zerfließt. Aber richtig auseinandergenommen habe ich den Beutel noch nicht und das möchte ich mit euch jetzt zusammen machen. Denn ich glaube, da sind richtig spannende Sachen drin. Die haben sich da schon wirklich Mühe gegeben und ich finde das überhaupt schon richtig krass, dass die jedem von uns so einen prallgefüllten Beutel in die Hand gedrückt haben. Kurz vorweg, diese Beutel, ich weiß gerade nicht mehr, Jutebeutel oder so, wie die heißen, keine Ahnung. Ich fand die am Anfang, als die so innen wurden, fand ich die relativ nervig, irgendwie, weil ich so dachte, was ist das für ein Sarg? Mittlerweile finde ich die aber eigentlich ganz cool. Und so ein LWC-Beutel, den kann man ja auch immer mal wieder verwenden, ne? Und sei es nur im Stall. So, ich weiß gerade nicht, ob ich euch das schon mal zeigen kann. Guckt da mal rein. Da fällt schon die Hälfte entgegen. Viel seht ihr gerade noch nicht, aber da ist sau viel drin. Und mein absolutes Highlight hole ich jetzt mal als erstes raus. Es ist Schokolade, es sind Schokoladenkekse. Es sind kleine Mini-Daumen. Ist das nicht absolut genial? Guck mal, wie die heißen. Es sind Likies. Es sind süße kleine Likies. Und das finde ich absolut geil. Ich glaube, die gab es auch noch in Herzform. Also die Erfindung finde ich sehr witzig. Also für jeden von uns gab es entweder ein paar Likies in Daumen-Hoch-Form oder ein paar Likies in Herzform. Also wir wurden auf jeden Fall geliked. Total cool. Hier ist eine Leseprobe zu Stefan Bachmann Palast der Finsternis. Könnt ihr das erkennen? Ich glaube, das ist eine Leseprobe aus dem Diogenes Verlag. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Diogenes Verlag ist nicht so ganz meins. Und das Cover finde ich ganz schön, tatsächlich. Das ist recht bunt gehalten. Aber ich glaube, das ist nicht ganz meins. Trotzdem finde ich es cool, dass da sowas mit reinkommt. Postkarten! Ist die nicht cool? Seht ihr das? Da ist so eine goldene Feder drauf. So ein Federkiel ist das tatsächlich. Post and Poetry. Kann man natürlich verschicken, wenn man will. Verschicken würde ich es jetzt nicht. Vielleicht würde ich das mal in dem ein oder anderen Gewinnspielpaket mit reinpacken. Finde ich auf jeden Fall total schön. Und gehört ja in jeden guten Goodiebag, ne? So. Greift da einfach mal rein. Und hier haben wir schwarzer Tee von Asman. Tee passt ja für Buchliebhaber auch irgendwie immer. Total gut. Und schwarzen Tee trinke ich persönlich sehr gerne. Frischer Wind. Kräutertee aus kontrolliert biologischem Anbau. Frischer Wind, den Titel fände ich sehr cool. Oh, das ist auch so schön bunt. Seht ihr das, wie bunt das ist? Cool. Und hier gibt's Werbung für die Lesejury, wenn du die Wahl hast zwischen Putzen und Joggen. Welches Buch liest du dann? Das sind so zwei süße Lesezeichen. Finde ich total schön. Wobei ich ja leider nicht ganz so viele Lesezeichen immer gebrauchen kann. Also so ein paar Lesezeichen sind ganz nett, aber viele Lesezeichen brauche ich dann leider doch nicht. Ach, apropos, guckt mal hier. Seht ihr das? Das ist so ein kleines Mini-Notizbuch, glaube ich. Ich würde da gerne reingucken, aber es ist noch verpackt. Ich traue mich nicht, da reinzugucken. Aber total schön. Also wenn es ein Mini-Notizbuch ist, ich glaube, es ist ein Mini-Notizbuch, dann kann man hat super Format für, um es in die Tasche reinzustecken oder um es auf dem Nachttisch liegen zu haben, um mal eben so spontane Ideen aufschreiben zu können. Nochmal frischer Windtee.
Wir haben ja ein Multivitamin-Bonbon in einer viel zu großen Verpackung. Wisst ihr, was cool ist? Ich habe hier gerade einen ziemlich bunten Taschenkalender rausgeholt für 2018 schon. Ich dachte erst so, oh mein Gott, für Kalender ist es ja ein bisschen spät. Aber es ist einfach schon das nächste Jahr und dafür ist es recht früh. Und es ist ein Kalender, ein Taschenkalender aus dem Dumont Verlag. Ja, Dumont. Und ich finde die Farbe ganz cool, eigentlich. Und da kann man auch so kleine Sachen reinschreiben. Ich habe ja immer einen Kalender. Manchmal führe ich ihn nicht so gut, manchmal vernachlässige ich ihn ein bisschen. Aber zumindest besitze ich immer einen, weil, ne, der Wille zählt. Noch mehr Postkarten! Hast du ein Lieblingszitat? Teile es unter dem Hashtag LBC17. Finde ich total witzig. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Da steht drauf, das kann ich so jetzt nicht beurteilen. Müsste ich nackt sehen? Finde ich richtig gut. Und be the hero of your own story. Ich liebe solche Sprüche-Kärtchen. Das ist... Ah, apropos. Das be the hero of your own story ist übrigens ein Zitat von Pamela Reif. Die haben wir ja auch live gesehen in einem der Instagram-Workshops. Und das müsste ich nackt sehen ist von einem Tumorkalender. Okay. Und es gibt hier noch mehr Sprüchekarten. Dieses schlappe und welke Geschwafel. Hört auf damit. Ich brauche was zu lesen. Das ist von Charles Bukowski. Und von Petra Hülsmann ist... Ein Tag ohne Buch ist wie ein Sommer ohne Sonne. Wenn es mir schlecht geht, dann gehe ich nicht zur Apotheke, sondern zu meinem Buchhändler. Das ist von Fini Dion. Wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Noch mehr Sprüchekarten. Kann man ja fast eine ganze Wand mit tapezieren. Schokolade! Ich habe vorhin schon von Schokolade gesprochen. Und hier sind sogar gleich fette Hello... Ja... Hello Lind, Hello Tafeln sind hier drin. Und das ist einmal Cookies and Cream. I will make your tummy yummy. Und Strawberry and Cheesecake. I'm like a kiss. Ich finde die Gestaltung von dieser Schokolade immer total cool. Und hier sind sogar noch so zwei kleine davon drin. Einmal Caramel Brownie und Crunchy Nougat. Total cool. Ich glaube, die muss ich gleich direkt mal aufessen. So, es geht weiter mit dem spannenden Teil. Denn in einem Goodie Bag von einem Verlag dürfen ja eigentlich nie die Bücher fehlen. Und wenn es nur eins ist, naja, eins ist es hier nicht. Es sind gleich vier. Und ich zeige euch jetzt, welche vier das sind. Das erste Buch ist ein fantastisches Buch. Das finde ich total witzig. Ich verfolge die Seite bei Facebook ganz gerne mal. Ich wusste gar nicht, dass es dazu jetzt auch ein Buch gibt. Da steht Liebe, warum der Bart beim Sex schneller wächst und weitere spannende Fakten und ihre Hintergründe. Finde ich sehr, sehr cool. Auf jeden Fall ist das auf jeden Fall ist das spannend zu dem Workshop Let's Write About Sex, finde ich. Wenn man schon das Thema hat, kann man es ja auch weiter vertiefen, ne? Weiter geht es mit Petra Hülsmann, das Leben fällt, wohin es will. Die Autorin haben wir tatsächlich auch kennengelernt auf der LBC. Allerdings habe ich jetzt persönlich, ich glaube, ich war in dem Workshop nicht drin. Es war, glaube ich, der Workshop, wo ich nicht drin war, weil mich das nicht ganz so interessiert hat und ich ihre Bücher ja auch nicht kenne. Trotzdem habe ich jetzt eins ihrer Bücher, voll cool. Und ich finde die, boah, es ist so schön weich. Aber ich lese euch jetzt vor, worum es geht. Ich finde die Gestaltung ganz gut, würde ich übrigens sagen. Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht, solltest du besser nicht den Kopf hängen lassen. Party, Spaß und Freiheit. Das ist für Marie das Allerwichtigste und sie liebt ihr sorgenfreies Dasein. Das ändert sich jedoch schlagartig, als ihre Schwester Christine schwer erkrankt und sie darum bittet, sich während der Behandlung um ihre Kinder zu kümmern. Und nicht nur das. Marie soll auch noch Christines Posten in der familieneigenen Werft für Segelboote übernehmen. Darauf hat Marie also überhaupt keinen Bock. Und auf ihren neuen Chef, den oberspießigen Daniel, erst recht nicht. Während sie von einem Chaos ins nächste stolpert, wird ihr jedoch klar, dass es Dinge im Leben gibt, für die es sich zu kämpfen lohnt. Und dass manches einen ausgerechnet dann erwischt, wenn man es am wenigsten erwartet. Zum Beispiel die Liebe. Ja, denn das Leben fällt, wohin es will.
gut, vielleicht lohnt es sich für mich doch mal anzulesen, anzutesten, ob es nicht vielleicht doch was für mich ist. Weil jetzt gerade der Klappentext, der gefällt mir ja voll irgendwie, muss ich sagen. Ne? Also, kennt ihr das Buch bereits? Weiter geht es mit Anna Stottart, das Museum der Erinnerungen. Ist ein Diogenes-Buch und hat auch die klassische Gestaltung von Diogenes. Die sprechen mich ja im Normalfall gar nicht so an, aber gucken wir mal auf den Klappentext. Katie ist 10, als sie Jack kennenlernt. Sie verbringen einen unbeschwerten Sommer an der englischen Küste miteinander. Katie ist 21, als sie vor einem Mann fliegt, der Rache mit Liebe verwechselt. Katie ist fast 30, als dieser Mann sie findet und ihr Leben zu zerstören droht. Hä? Klingt interessant, aber hä? Das Buch soll übrigens 16 Euro kosten. Finde ich ein bisschen teuer für so viel, ne? Spielt übrigens in Berlin. Das finde ich natürlich wieder cool. Und es hat auch eine relativ große Schriftart. Also wahrscheinlich lässt es sich relativ schnell lesen. Hat auch keine 300 Seiten. Von daher, mal gucken, was ich mit dem Buch mache. Ui! Hier ist so ein Small-Buch in Rot. Das hat sich dazwischen gedingst. Die Diogenes-Notes gibt es in 3 Größen. Mhm. Aha, das ist small. Ab Frühjahr 2017 sind die Diogenes-Notes überall dort erhältlich, wo es gute Bücher gibt. Erst muss man einmal merken, dass einem etwas fehlt. Mhm. Leisten Sie sich einen Moment allein. Mhm. Eine süße kleine Zeichnung. Denken Sie daran, es nicht zu vergessen. 9 Goldfisch kaufen. Okay. Wer weiß, was man gerade notieren möchte? Ein Gedanke, eine Idee, eine Telefonnummer. Ohne mein Notizbuch fühle ich mich nackt. Das verstehe ich. Witzig. Ich glaube, da kann man witzige Sprüche drin lesen. Beziehungsweise es hört sich fast so an, als wären schon so vorgefertigte Notizen drin gemacht worden. Witzig. So, kommen wir zum letzten Buch. Und zwar ist das von Moritz Nathan Jakob Milchschaumschläger. Ein Kaffee-Roman. Ja, da, guck dir das Buch an. Da, guck es dir an. Ich finde das Cover eigentlich ganz cool. Allerdings fällt es, glaube ich, auch nicht so ganz in meinen Lesegeschmack. Daniel hat die Nase voll von seinem Job. Mutig wirft er alles hin und erfüllt sich gemeinsam mit seiner Frau Aileen einen alten Traum. Das eigene Café. Jetzt hat er nur noch ein einziges Problem. Die Realität. Ich glaube, das ist ein super schöner Roman, aber ich glaube, der ist nichts für mich. Was sagt ihr dazu? Ist der vielleicht was für euch? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja, habe ich hier noch mehr drin? Ja, noch so ein bisschen Lesezeichen und Bonbon-Gedöns. Aber letztendlich war dieser ganze Kram, den ich jetzt neben mir ausgebreitet habe, in dieser tollen Goodie-Bag und da war schon erstaunlich viel drin, finde ich total genial. Total schön, dass der Verlag uns da so viel mitgegeben hat und es sind ja ein paar klasse Bücher. Ob das jetzt was für mich ist, ist ja was anderes. Das ändert ja nichts daran, dass die Bücher total schön sind. Ja, damit habe ich euch gezeigt, was wir so mitbekommen haben von der LBC 2017. Und einen dicken, fetten Dank an den Pastel Löwe Verlag für diese tolle Goodie-Bag. Ihr habt euch auf jeden Fall sehr viel Mühe damit gegeben. Das sieht man auf jeden Fall. Und ich denke, das ein oder andere Teil kann vielleicht jemanden von euch noch glücklich machen. Wer weiß, in Zukunft kommt ja noch so ein bisschen was auf uns zu, was Gewinnspiele angeht. Ja, wenn ihr noch nicht da geblieben seid, dann hinterlasst doch gerne ein kostenloses Abo. Ich glaube, das ist auf dieser Seite, da unten. Ja, ich glaube, da ist das Abo. Und weitere Videos, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt, seht ihr auf dieser Seite. Ich habe das Gefühl, ich mache es schon wieder falsch rum, aber sonst ist es halt auf der Seite. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo nach oben da. Ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.